Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Lieblingssalatsoße mache und wenn ihr sehen wollt, wie die gemacht wird, dann bleibt dran. Jeder hat ja so seine Art, wie er seine Salatsoßen macht. Ich mache meine immer am liebsten mit Olivenöl und Zitrone und ein bisschen Essig, aber wie gesagt, jeder hat so seine eigene Art. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich meine Salatsoße mache. Als Zutat benutze ich eine Zitrone, den Saft einer Orange, etwas Balsamico-Essig, hellen Balsamico-Essig, etwas Senf, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Und dann können wir auch schon loslegen. Als erstes presse ich mal den Saft der Zitrone. Eine kleine Dose mit Deckel, damit ich das dann gleich alles im Anschluss schütteln kann. Das ist immer sehr praktisch und so kann ich es auch im Kühlschrank aufbewahren. Als nächstes presse ich dann mal die Orange. Ich will keinen Zucker reintun, deswegen benutze ich den Orangensaft. Die Hälfte reicht, also eine halbe Orange reicht. Ein Teelöffel Senf. Ein Esslöffel hellen Balsamico-Essig. Ein halber Teelöffel Pfeffer. Ein Teelöffel Salz. Und den restlichen Platz fülle ich mit Olivenöl auf. War es auch schon. Gut zumachen und schütteln. So, die Salatsoße ist jetzt fertig, das Dressing. Wer mehr Öl möchte, der nimmt einfach von dem Salatdressing und tut dann anschließend noch ein bisschen mehr Öl über den Salat. Das ist ja ganz euch überlassen. Aber das ist quasi so die Basis. Probiert es unbedingt mal aus, es ist total lecker und man kann es auch gut auf Vorrat im Kühlschrank für ein paar Tage aufbewahren. Salat geht ja immer, also probiert es unbedingt mal aus und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und tschüss, bis zum nächsten Video. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.